Das habe ich bei keinem anderen Kurs. Wirklich, ich habe viele Kurse. Das habe ich bei keinem anderen Kurs, dass die Teilnehmerinnen, die haben so ein Grinsen im Gesicht und das gibt einen als Trainer so eine mega Energie, weiterzumachen. Egal wie fertig man ist, ja, die sind auch fix und fertig, aber die haben ein Strahlen. Das ist, es hat mich vom Anfang an, wo ich am allerersten Kurs gemacht habe, fand ich das so faszinierend. Also, ja, man kann halt nicht 5 Kurse in der Woche geben, ja, aber das ist ein bisschen viel. Das finde ich immer noch total mega und es hört nicht auf. Egal wie lange die Teilnehmer schon in den Kursen mit drin sind, das hört nicht auf. Die sind so begeistert davon. Das ist was Hitbeat mir persönlich total widerspiegelt. 5, 6, 7, 8. Ja, hallo, mein Name ist Christiane Bauer. Ich bin noch hauptberuflich Diplom-Bauingenieurin auf Großbaustellen. Nebenberuflich noch bin ich Gesundheitsberaterin und bin jetzt aber jetzt voll im Umbruch und das Jahr 2024 wird mega, mega spannend für mich werden. Ja, ich habe mich in meiner noch Nebentätigkeit sehr weit aufgefächert, sowohl halt der Gesundheit, Ernährung ist Sport, ja, ist auch Entspannung und ja, und das ist so mein neuer Lebensweg. Ich bin gespannt, wie es wird. Das wird mega, das weiß ich jetzt schon. Genau. Also, ich habe Hitzebeat kennengelernt über Facebook. Und zwar, ich bin in den Medien noch nicht so wirklich viel unterwegs gewesen. Und ich habe einfach eine Anzeige gesehen. Ich habe die Musik gehört. Ich habe die Übung gehört. Und habe gedacht, hey, wie mega ist das denn? Es hat mich total mitgerissen. So, und ich habe dann auch ganz schnell, ich glaube, ich hatte damals Lisa am Telefon dran gehabt und mit ihr habe ich gesprochen. Wir waren Feuer und Flamme und sie hat meine Energie gespürt, wie ich dafür brenne. Und es hat gar nicht lange gedauert. Dann habe ich eigentlich gesagt, okay, jetzt ich will die Ausbildung machen. Ich hatte aber noch so vom zeitlichen her noch so ein kleines Problem. Also im Herbst hatte ich es gebucht. Angefangen hatte ich dann erst im Januar oder im Februar, war überhaupt kein Thema. Was ich auch total cool fand, dass man das so, wenn es zeitlich nicht hinhaut, dann so switchen konnte. Und ja, und dann ging es los. Ich bin jetzt Energiebündel. Ich glaube, daher hat mich das so mega angesprochen. Und vor allem, dass es so einfach ist. Also von dem Konzept her, weil ich, ja, ich will mich halt auch auspowern. Und wenn man dann ständig auf den Zettel gucken muss, fand ich, also ich habe das, glaube ich, gleich getriggert. Also ihr habt genau die Punkte gefunden bei mir, wo es ideal gepasst hat. Also ich habe mich auch mega gefreut drauf. Also ich konnte die Zeit eigentlich gar nicht erwarten, bis es losging. Ja, also die Zeit. Genau. Es hat sich während der Ausbildung in meinem Kopf ziemlich viel getan. Weil man hat da so bei der Übung, bei der B-Ausbildung so diese typischen Standardübungen. Ja, da kennst du auch einen Squat, ja, da kennst du auch einen Plank. Aber das zu kombinieren ist eine wunderbare sportliche Möglichkeit, auch wirklich den Körper in der Stunde oder in der halben Stunde zu trainieren, ganz körperlich. Das ist so eine tolle Erfahrung und das machen auch meine Teilnehmerinnen jetzt in meinen Kursen mit. Die sagen erstmal nur, boah, was machst du da? Und dann fangen die an und merken, je mehr man das kombiniert, umso einfacher ist es und der Flow kommt dann raus. Und du siehst dann, wie ich glaube, bei jedem auch dann dieses Lächeln im Gesicht. Wenn die Routine vorbei ist und die stehen dann da und sind mega stolz auf sich, dass die dann auch das, was ich vorne mache, was so kompliziert ausschaut, selber machen können und so im Flow sind. Und dass halt am Ende der ganze Körper trainiert wird. Und die sehen das so schnell. Also
Spiele meistens hier im Schulterbereich, finde ich ganz wichtig, immer so für die Frau, immer wichtig, dass die Schultern hübsch ausschauen. Durch die vielen Planks, die man macht, oder unten, da tut sich so viel und das sehen die Mädels, also bei mir sind nur Mädels drin, und das finde ich halt auch so mega, dieses Feedback, was man bekommt, was man bei einem normalen Sportkurs, um da nochmal zurückzukommen, nicht so hat. Weil du hast einfach durch das Einzelne, machst du 10 Mal, bist du oder fertig, machst nochmal 10 Mal, du trainierst den Körper komplett anders. Und genau das ist, glaube ich, so zeitlebig, weil man schnelle Erfolge haben möchte. Und das hat man beim HIIT-Kurs einfach. Du merkst es sehr schnell. Also nach einem Kurs, wenn der so 10 Einheiten gibt, die Mädels gehen ganz anders raus, wie wenn die jetzt zu einem anderen, weiß ich jetzt nicht, wie die anderen Kurse alle heißen, rausgehen. Finde ich super Konzept, tolle Idee. Ganz ehrlich, die Leute, die Teilnehmer nach der Vier-Routine, die strahlen. Das habe ich bei keinem anderen Kurs. Wirklich, ich habe viele Kurse. Das habe ich bei keinem anderen Kurs, dass die Teilnehmer sind. Die haben so ein Grinsen im Gesicht und das gibt einem als Trainer so eine mega Energie, weiterzumachen. Egal wie fertig man ist, ja, die sind auch fix und fertig, aber die haben ein Strahlen. Es hat mich vom Anfang an, wo ich am allerersten Kurs gemacht habe, fand ich das so faszinierend. Also, ja, man kann halt nicht 5 Kurse in der Woche geben. Ja, was ein bisschen viel. Das finde ich immer noch total mega und es hört nicht auf. Egal wie lange die Teilnehmer schon in den Kursen mit drin sind, das hört nicht auf. Die sind so begeistert davon. Das ist, was HIIT mir persönlich total widerspiegelt. Also, und man, als Trainer kann man auch gefordert werden, ja, weil man selber bestimmen kann, welches Level man wählt, ja. Klar, man stellt alle vor, aber am Ende, wenn du willst, hey, Chaka, du willst dich auspowern, haust du mit und du sagst, naja, heute, lange Nacht gewesen, dann kommen die Knie halt mal runter und ich beobachte die Teilnehmerin. Dieses frei entscheiden können als Trainer, gehe ich jetzt in die Gruppe, helfe denen mit, unterstütze die. Oder da komm, ich bin jetzt erstmal stiller Zuschauer und schaue mir an, wie meine Teilnehmerinnen sporteln, wie führen sie die Übung aus, dann auch zu korrigieren, wenn es notwendig ist. Und halt zu sagen, hey, ey, die sind so gut heute, weil die Übungen haben wir schon öfters gemacht, sie wissen das und ich kann voll mit Gas geben und dann eher dieses Rufen, motivieren, auf geht's, komm, hoch und halten und tschakka. Es ist eine wirklich, also du merkst, ich strahle, weil ich das so mega finde, das Konzept. Und auch als Trainermann, ich mich da 100% wiederfinde. Also toll. 5, 6, 7, 8.